Willkommen zurück bei Let's Play Saints Row the Third. Was ist denn da los? Was geht denn hier? Alter, was? I have to run. I think we're about to find out. Stirb, Alter. Kann ich mit der MP eigentlich? Ich habe noch eine Reaper-Drohne, aber die kann ich nicht abfeuern, weil Scheiße. The strength of him, it's incredible. Alter, der ist viel zu fett. No steroid can do that to a man. Alter. Was mache ich denn mit dem? Ich laufe mal ganz schnell weg. Weil der ist ein bisschen... Alter, der ist auch ganz schön schnell. Scheiße. Wieso habe ich keine Granaten gekauft? Wo ist er denn? Ist er gerade beschäftigt? Dann pumpe ich ihm mal Blei in den Körper. Alter, what the fuck? Vor allem, der zieht mir auch krass Gesundheit ab, ey. Alter, nein! Die! Oh, fuck! Alter! Oh, what the? So schnell kann man gar nicht sein. Ja, Schlagpiers ist eine gute Idee. Und währenddessen kann ich ungestört auf dich raufzimmern. Oh nein. So war das aber nicht gedacht. Stirb, du Hure! Nein, 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 geh drauf, geh drauf, geh drauf! Oh, scheiße, Magazin leer, Magazin leer, Magazin leer! Stirb, 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 stirb! Gott sei Dank, was ist jetzt? Finisher! Na also, bam! Wieso habe ich jetzt plötzlich eine Granate? Na lecker. Ah! Autsch! Hä? Jetzt bist du wohl gar nicht mehr so hart, hä? Da zittert er noch. So, kehre zu deinem Unterschlupf zurück. Das können wir ja mal gerade so tun. Das, bevor ich hier mit noch mehr solchen Dingern ankomme. Wäre nicht schlecht. So, ich will keinen menschlichen Schutzschild nehmen. Ich exekutiere den mal kurz. Einmal Genick umgedreht. Und dann steige ich wieder in mein geiles Auto ein. Pierce, möchtest du mitfahren? Auf der Verfolgungsjagd. Klassische Musik ist immer gut. But the way he was shrugging off bullets? It is curious. No matter, he will not trouble us again. Ich will erstmal die Karte aufdecken. Ein Friendly Fire, okay. Oh Mann. Ja, die Karre lenkt sich aber gar nicht. Okay, sie lenkt sich eigentlich ganz gut. Da vorne ist auch noch was zum Entdecken. Was ist das? Eine Rusty Needle, okay. Krusty's Needle. Ja, okay. Kann ich da eigentlich? Stimmt nicht. Nein. Alter. Erstmal drüber fahren. Ist richtig. Erstmal drüber. So, jetzt ab hier, bevor da irgendwas Härteres kommt. Karre sieht geil aus, der Karre. Mega geil. Ui. Da ist noch einer. Hallo. So. Wir müssen rum da vorne rechts, wie immer. Ich nicht links, ich bin noch ein bisschen von Simpsons beschädigt. Hallo, ich möchte gerne das Ding aufhaben. Ja, ja, kehre jetzt meinen Unterschlupf zurück. Ja, will ich doch, aber ich kann meine... Ich möchte mein Auto gerne parken. Hallo, Auto. Nee, nicht? Na gut, dann halt nicht. Kann ich die manuell öffnen? Jetzt geht sie auf. Dann steige ich mal wieder ein und fahre das Ding rein. Hallo, einsteigen, habe ich gesagt. Mann, bist bescheuert oder was?
Rein hier! So, irgendwie bringt das jetzt nichts, aber zumindest steht er in meiner Garage. Wenigstens das haben wir schon mal erreicht. Ab in den Unterschlupf. Schnell rein da. Ja. So, mal sehen, was jetzt kommt. Steelport, ich komme, geschafft. Achso, das war jetzt nicht so krass. Bargeld! 6000 Dollar, davon kann man sich schon noch leisten. Level 3. Aufstieg. Tabulator, Verbesserung. Okay. Schauen wir doch gleich mal. Fähigkeiten. Hallo. Beidhändig Pistolen. Das ist mir zu teuer. Gesundheit. Gesundheit, Regeneration. Deine Gesundheit regeneriert sich etwas schneller. Das will ich nicht. Schaden. Schaden, Fahrzeuge. 10% Verringerung des Schadens, wenn du von einem Fahrzeug getroffen wirst. Das ist auch nicht so doll. Kampf. Munition, Granaten. Du kannst 25% mehr Granaten tragen. Du kannst 25% mehr Munition für MPs tragen. Ja, brauche ich auch nicht. Bargeld? Oh, wir haben 51 Dollar verdient. Ach stimmt, wir haben ja die Bandenoperation beseitigt. Das ist ja jetzt unser Gebiet. Das gibt uns immer mal, also jetzt stündlich 50 Dollar. Na super. Okay. Besser als nichts, würde ich mal sagen. Partyzeit. Machen wir gleich mal weiter mit Pierce. Glad you called. Think I found us a new place. Pierce, you were supposed to be looking for Loren, not going house hunting. See, that's the beauty of this place. It's owned by the Morningstar. All right, I'm listening. The Morningstar have a penthouse downtown where they're throwing some big party for their global contacts. And their real estate agent will be there? Real funny. I was gonna say we crash the party, kill the Morningstar, and keep the place for the Saints. Ha! Hmm. I'm game. What's the plan? The Saints will be downstairs until you can unlock the elevator for them to come up. Das Merkmal ist auf dem Rum. Sehr lecker, wait, sehr lecker. If I can't go up, then how will I... Oh, right. Penthouse. Den habe ich jetzt nicht verstanden, right. Aber... Meet me at the airport. Okay, Game by the Rama. In retail, life can be full of monotonous sales and customers that make one wish torture was legal. However, for a few employees of Planet Saints, life recently became more worth the pain. The leader of the Saints and Japanese commercial superstar Pierce Washington stopped by to do a little shopping. Though no autographs were signed for the hard workers at the store, shoppers were treated to a show of skill when an enraged man attacked the Saints after they exited the store. The ensuing fight showed bystanders the Saints had not gone soft as international celebrities. This is Jane Valderrama with your Steelport Celebrity News. Ah ja, jetzt haben sie alle gemerkt, wir sind keine Weicheier. Nightblade. Nightblade is public enemy number one as the Cyprian Order comes in search of Nightblade. Nightblade, Nightblade. And bring me Nightblade. Nightblade. Ich vergehe auf der Geisterfahrerseite, wollte ich nur mal anmerken, weil das halt Ruhm und später auch Geld bringt. God damn it, Nightblade! I love you! God damn it, Nightblade! That's all you have to say? Das Radioprogramm ist manchmal sehr lustig. It's not fair to you. You're a coward. Nightblade is fighting a war in his own head. And casualties are high. I've fought so hard, lost so much. Is it wrong to was er fragt so hart? Hat er das gerade wirklich gesagt? You're a vampire. For love in your world. Oh, Nightblade! Nightblade! Stars as Nightblade. The season 1 marathon continues this fall, only on Channel 12. Ah, Nightblade, Staffel 4, Marathon, sehr interessant.
Professor Genki, Super Epic Reality Climax. Das ist auch cool. Das machen wir auf jeden Fall auch mal mit. Huch. Wo bin ich denn? Achso. Lalalalalalala. Schöne Musik, wie immer. Sehr passend manchmal, wenn man einfach rumrennt und fightet. Na, Halleluja. Super Mucke. Passt total. Es ist immer so falsch teilweise, was im Radio läuft, aber noch ein Spieler. Mann, ich fahre hier überall gegen. Oh, 17 Frames. Oh, jetzt nicht mehr. Schade. Ich fahre mal einfach so schwerfällig ein, ne? Stört ja keinen. Ah ja, Mission starten jetzt, bitte. Bitte. Jetzt. Sofort. Bitte. Hallo. Ja, lad bitte. Oh, ich bin schon wieder so müde. Es ist so warm, das Wetter ist scheiße. Ich hasse Sommer. Oh, nette Party. System. Okay. Oh, hat was. What you thinking? Some asshole is in my pool. The crew's ready downstairs. Say the word and we crash the party. Let's do it. Go, 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 go! Attacke, Attacke, Attacke! Jetzt geht es los und werden sie alle umbringen. Jojo. Schöne Sache, schöne Sache, schöne Sache. Mein Mikro hängt schon wieder falsch. Moment, ich muss rumspielen daran. So. Wie immer schön unprofessionell, aber was soll an einem Ladebildschirm denn sonst anderes tun? Ja, das ist ganz einfach so. Springen mit dem Fallschirm in das Penthouse. Ich trau mir nicht zu springen. Oh, ich hab Höhenangst. Oh, ich springe. Ah! Hallo? Boah, man kann nicht mehr drauf gucken. Und vielleicht sollte ich den Fallschirm auch mal öffnen, weil dann kann ich auch nach vorne fliegen. Ah, ja, ja, ich lass mich mal fallen. Oh. Wo kommt die Musik gerade eigentlich her? Oh, 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 yeah. Ich bin mal ruhig für die Musik, ne? Aber ich muss hier überquatschen, ansonsten kommen bestimmt hier Content-Probleme von YouTube. Wegen, du hast schlechte Musik drin, die mögen dich nicht. Du kannst kein Geld damit machen. Ich kann sowieso nicht kein Geld damit machen. Ne? Egal, egal. So, schön im Pool wieder, ne? Aber ich will das jetzt erstmal nicht, dass ich hier ankomme. Be ready, Shandi. I will have the elevator code soon. Just give the word, boss. Schnappt ihr den Lieutenant. Bin mal ganz unauffällig noch. Achso, da ist der irgendwie. Der hat also irgendwelche Codes für uns. Sehr nett. Ah, der amüsiert sich offenbar sehr gut. Okay. Hallo. Umdrehen. Ma. Hau jetzt mal. So. Doc. Deck. Was war das denn jetzt? Wir nehmen nicht das Jackett. So. Wo sind denn die nächsten Freunde, die auf die Fresse wollen? Ich nehme mal meine Kanonen, die habe ich ausgewertet. Müsste ich jetzt mal nachladen eigentlich. Hab ich, okay. Ja klar, die nehmen sich selbst als geeignet zu sein. Also steht jetzt endlich. Ach, Alter.
den Typ mag ich nicht. Wo ist der nächste? Ja. Was? Obama Nation? Ah, ich hab ihn getroffen. Na, da komm hier, du Penner. Da, Bitch, du wirst auch sterben. Halt still. Headshot. Nice. So viele können ja nicht mehr rumlungern hier. Na, noch jemand? Du auch. Headshot. Entschuldigung. Sorry. Finde den Lagerraum. Kann ich ja mal machen. Müssen ja jetzt nicht mehr so viele hier. Dann nehme ich mir meine Schrot und renne mal einfach mit mir rein. Hier sind viel zu viele Menschen. Ja, der Schwarze rennt schon wieder. Ah! Wieso sind die Bösen halt nicht die Schwarzen? Das ist doch voll unnormal. Hallo, wie viel hält die ordentlich vorne aus? Ja, jetzt läuft der wieder, ne? Anstatt einfach mal zu schießen vorher. Was willst du? Kopfschuss mit einer Schrotflinte? Okay. Mache ich immer. Das ist privat mein Hobby. Headshot mit der Schrotflinte. Hey, Asshole! Wo ist denn der ohne Raum jetzt? Hallo? You die. Now. Naja, quasi nicht. Stimmt jetzt. Nehme ich mal wieder die Kanone mit. Polizei, Polizei, Zugriff, Zugriff! Granaten! Eine Granate sollte das Problem erledigen, na klar. Ich geh mal. Sehr gut. Warehouse 13 oder was ist das hier? Ja, sie hatten auch niemals eine Chance, das sehe ich eh nicht. Alter, wo kommen wir plötzlich alle her? Oh, vielleicht sollte ich mich doch irgendwo verstecken. Ich habe noch eine Granate. Sorry! Ich bin jetzt auf die Fresse, habe ich gehört. Headshotte dich, Fräulein. Pass auf. So einfach geht das. Lass die Saints herein. Naja, das können wir ja mal machen. So, und was hier auf der Party noch abgeht, sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Saints Row the Third. Bis dahin, tschüss.